Moin, moin, liebe Leute, hier ist wieder Tim von Unendlich Sein. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Bei mir waren die letzten 2 bis 3 Wochen enorm intensiv, enorm verändernd und haben enorm viel geöffnet. Und darum soll es in diesem Video gehen. Ich will mit euch erzählen, was für eine Scheiße. Okay, ich zensiere mich gerade schon selber, aber was für eine Scheiße ich erlebt habe. Wie viel Pech ich hatte an einem Tag. Und wie das alles am Ende doch noch zum Guten geführt hat. Und wie ich das Beste daraus gemacht habe. Und wie man damit lernen kann, dem Leben zu vertrauen, dem Universum zu vertrauen, dem größeren Prozess, durch den wir gehen, auf den wir nicht immer Kontrolle haben, auf den wir nicht immer Einfluss haben, aber wie wir lernen können, selbst mit Rückschlägen und selbst mit Situationen, auf die wir keine Kontrolle haben und die wir scheiße finden, wie wir damit klarkommen. Darum soll es ein bisschen, nicht nur ein bisschen, es soll darum in diesem Video gehen. Und ich weiß nicht, wo fange ich an? Ich fange damit an, dass ich ein Fahrrad brauche, um überall hinzukommen. Ich habe kein Auto, ich habe keine Bahn, Ticket, ich fahre nur mit dem Fahrrad und ich liebe das und ich habe auch jahrelang jetzt schon mein Fahrrad gehabt und es war Zeit für mich, neues zu kaufen. Ich habe genug Geld gespart, ich dachte, yo, ich gehe los, kaufe mir eins, habe ein perfektes Rad gefunden, alles, was ich brauchte und ich war einfach nur happy, es war cool. So, es war Anfang des Monats und ich habe mich gefreut und dann. Ja, das war Freitag, habe ich das dann abgeholt, kam Samstag, dann weiß ich nicht, von der Arbeit, habe das Fahrrad abgestellt auf unserem Hof. Und ja, am nächsten Tag hatte ich Geburtstag. Das war schön. Komm runter. Und ich war wie vom Schlag getroffen. Also ich konnte es echt nicht glauben, aber mein fucking Fahrrad war weg. Selbst jetzt, wenn ich noch drüber rede, es war ein krasser Moment, weil. Ich konnte es nicht realisieren, ich konnte es nicht wahrhaben. Also es war ein sehr surreales Erlebnis. Und ich habe einfach gelacht, weil es so abgefahren war. Ich hätte niemals gedacht, dass sowas passiert. Und doch, es ist passiert. Mein nagelneues Fahrrad, was ich gerade erst lieb gewonnen habe, ist geklaut. Von meinem Hof, wo ich wohne. Und ja, den Geburtstag dann verbracht, gefeiert. Es kam immer mal wieder hoch und ich habe dann Witze drüber gemacht und so, aber ein Teil von mir war einfach enorm getroffen davon und hat sich enorm verarscht einfach vorgefühlt vom Leben. Dachte, warum passiert mir das? Womit habe ich das verdient? Warum nimmst du mir das weg, Leben, Universum? Was habe ich nur getan? Und als ich dann abends wieder zu Hause war und zur Ruhe gekommen bin und nach innen gespürt habe, war es mir wichtig, bei diesem Teil zu sein. Das, was ich auch so ein bisschen in meinem letzten Video mit der inneren Kindarbeit in der Praxis beschrieben habe. War ich bei mir, habe nach innen gespürt, was das mit mir gemacht hat und habe ganz viel Traurigkeit einfach gespürt. Und nachdem ich die rausgelassen habe, rausgeweint habe und diese Verzweiflung einfach mich dabei gehalten habe und bei mir gewesen bin, hat sich auch ganz viel gelöst. Dabei kamen Erinnerungen hoch, wie ich früher als Kind auch ein geiles Weihnachtsgeschenk hatte und das dann mit in die Schule genommen hatte. Und ich weiß nicht warum, aber ich habe es dann irgendwie in der Klasse liegen gelassen. Vielleicht auch einfach zu naives Vertrauen, keine Ahnung. Auf jeden Fall war es dann auch weggeklaut. Und das sind, glaube ich, so Situationen, die haben mich auch damals schon sehr getroffen, die ich vielleicht auch damals nicht so verarbeiten konnte. Und das hat sich echt so angefühlt, als wäre da ganz viel, was sich gelöst hat, irgendwie. Somit war der nächste Tag dann wieder auch, war das relativ in Ordnung. Ich hatte noch mein altes Fahrrad, insofern fand ich das dann auch okay. Was heißt okay? Es war blöd, weil ich über 600 € für das Fahrrad hingelegt habe. Und das war ärgerlich, aber es war halt eher der finanzielle Verlust als der materielle Verlust irgendwie. Weil ich schwimme nicht im Geld und es ist dann doch schon eine Summe, die nicht ohne ist. Auf jeden Fall war es dann krass. Die nächsten Tage, ich war auf einem ultrageilen Konzert, habe enorm viel gearbeitet, also das kam halt auch noch dazu in dieser Zeit. Ich habe enorm viel arbeiten müssen und auch zu Zeiten, die ich nicht gewohnt bin, sagen wir mal sehr früh. Und das war nicht unbedingt das, was mir viel Schlaf gebracht hat. Also es war ein sehr surreale, chaotische 2, 3 Wochen so. Und dann eine Woche drauf, wieder halt früh arbeiten müssen und ich komme wieder rauf auf meinen Hof. Und ihr könnt es euch vielleicht schon denken, aber auch mein zweites Fahrrad wurde geklaut. Ich wollte gerade zur Arbeit fahren. Natürlich war ich viel zu spät dran, weil, also ich wäre pünktlich, wenn ich mit dem Fahrrad los wäre, aber mit der Bahn dauert es halt immer länger. Und ich war einfach nur angepisst und wütend. Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Ich wollte den Gott verfluchen und was weiß ich, das Leben verfluchen und einfach nur diese Penner, die das Fahrrad geklaut haben, zum zweiten Mal.
Ja. Ich bin zur Bahn gegangen, habe noch angerufen, dass ich später komme. Und ich habe kurz überlegt, kaufe ich mir ein Ticket? Und ein Teil in mir, der war so pissig, hat gesagt, fuck, nein, ich kaufe kein Ticket. Ich zahle nicht noch mehr Geld, ich verliere nicht noch mehr Geld an diesem Tag. Ich wurde schon genug bestraft. Ihr könnt es euch vielleicht schon denken, aber ich bin eingestiegen und das Erste, was ich höre, ist einmal die Fahrkarten bitte. Und ich musste schon wieder lachen, weil ich dachte, es kann ja, es kann einfach nicht sein. So, wie kann man so viel Pech in einer Woche haben? Wie kann so viel Scheiße auf einen Haufen passieren? Natürlich, es geht hier um materielle Dinge. Ich bin mir da im Klaren drüber. Und meine ganze Familie hätte einen Unfall haben können. Ich weiß, es gibt immer noch schlimmer, aber in einem normalen Leben, in einem normalen Alltag, wo so viel Scheiße passiert, ist das einfach enorm mitreißend. Und es geht auch um die Gefühle, die das in mir auslöst, was diese Geschichte macht. Deswegen, also bevor ihr das abwertet, was mir passiert ist, auch wenn es ja, vielleicht nur materielle Dinge sind, aber es war einfach enorm scheiße. Und ich weiß nicht, wie es in euren Städten ist, aber hier muss man halt 60 € zahlen, wenn man kein Ticket dabei hat. Das wusste ich auch nicht. Das waren irgendwie in meinem letzten Stand noch 40 €, womit ich noch klargekommen wäre, aber na gut. Jetzt kam also nochmal 60 € drauf, die ich Strafe zahlen musste und ja, danach habe ich mir natürlich trotzdem ein Ticket gekauft. Also insofern war es einfach nur dumm irgendwie. Aber ich war in diesem halbmüden Zustand voller Wut und Emotionen und war einfach nur in so einer rebellischen, fickt euch alle Haltung irgendwie. Na gut, das waren also so diese zwei krassen Erlebnisse, die ich hatte und die mich ganz schön mitgenommen haben irgendwie. Allerdings hat auch die zweite Situation wieder dazu geführt, dass ich nach innen gucken konnte, nach innen schauen konnte, nach innen fühlen konnte und ganz viel daraus mitgenommen habe irgendwie für mich. Und auch diesen Verlust habe ich dann gut auffangen können irgendwie. Und das Schöne war, ich habe am nächsten Tag nach gebrauchten Fahrrädern geguckt und einfach ein super geiles Fahrrad für richtig wenig Geld bekommen. Natürlich musste ich jetzt nochmal draufzahlen, aber letztendlich ist es ein Fahrrad, was eigentlich fast so gut ist wie das, was ich mir neu gekauft hatte, aber nur ein Drittel davon gekostet hat, noch weniger sogar. In anderen Worten, es war jetzt Glück im Unglück. Ich hatte eine crazy week. So, es ist viel krasses Zeug passiert in dieser Woche. Und das Fahrrad war auf jeden Fall ein guter Ausgleich wieder dazu. Es ging dann zwar weiter mit ganz viel Arbeit und so weiter, was alles sehr turbulent und chaotisch war. Deswegen hat es auch ein bisschen gedauert, bis ich jetzt wieder ein Video gefilmt habe. Aber mir war es wichtig, einfach diese Geschichte auch nochmal mit euch zu teilen. Denn ich weiß, vielen von euch geht es so, dass es Situationen gibt, wo ihr einfach euch verarscht vom Leben vorkommt. Und gerade wenn man auf diesem spirituellen Weg ist, wo man sich des größeren Teils bewusst ist, dieser größeren Energie, des größeren unendlichen Bewusstseins, dann fühlt man sich manchmal auf seinem menschlichen Weg ziemlich verarscht, wenn einem diese Dinge passieren. Und es muss nicht unbedingt ein Diebstahl sein, es kann auch andere Kleinigkeiten sein, die aber trotzdem enorm viel in uns auslösen und uns enorm das Gefühl geben, wir werden nur verarscht, egal wie gut wir sind, egal was wir tun. Egal wie nett und High Vibration, hohe Schwingung wir haben, ist es alles egal. So. Und deswegen wollte ich euch nochmal diese Botschaft auch mitgeben, weil ich weiß, dass wir aus unserer menschlichen Sicht immer nur diesen Ausschnitt immer sehen können. Aber unsere Seele, das Universum, das Leben hat diese größere Sicht auf unser Leben. Auf unser Leben und weiß, was das für Veränderungen mit sich bringt und welche Dinge es verändert für uns. Und oft ist es so, und ich glaube, da könnt ihr mir zustimmen, wenn ihr zurückguckt auf euer Leben, sind selbst die Rückschläge, selbst die krassen, heftigen Erlebnisse, die ihr erlebt habt, wenn ihr sie erstmal aufarbeitet habt, könnt ihr zurückgucken und sagen, ja, es war gut, dass das passiert ist, es war richtig so, und es hat mich dahin gebracht, wo ich heute bin, und ich bin froh, dass ich da bin, wo ich bin. Und ich habe enorm viel gelernt aus dieser Situation, habe enorm viel mitgenommen und habe trotzdem neues Vertrauen schöpfen können, weil ich weiß, es ist gut so, wie es ist, und war okay so, dass es passiert ist. Es war nicht schön. Und es hat sich nicht gut angefühlt, aber es war okay. Ich konnte damit arbeiten, konnte es auffangen, konnte es loslassen und wurde trotzdem, ja, belohnt klingt jetzt wieder so, als wäre es ein Bestrafen, belohnen, aber es kam dann trotzdem ein neues Fahrrad, das heißt, ich war nur einen Tag ohne Fahrrad. Und das ist halt auch okay. Ich war 2 Tage ohne Fahrrad. Aber es ist egal. Es war am Ende kein großer Verlust, außer wie gesagt der finanzielle. Und hat mich eher vorangebracht. Und ja, das war auf jeden Fall so diese Situation. Und noch kurz zum Abschluss will ich noch was reinbringen, worüber ich auch überlegt hatte, eigentlich erst einen Blog-Eintrag zu schreiben. Aber weil es noch sehr frisch ist,
dachte ich, bringe ich das noch in dieses Video rein. Und das ist die Sommersonnenwende, die ja jetzt, also heute ist Freitag, die war am Dienstag, mitten im Vollmond zusammen. Das heißt, wenn ihr euch so ein bisschen mit Astrologie beschäftigt oder dem so ein bisschen abgewinnen könnt, dann ist das eine sehr potente, krasse Konstellation gewesen. Und die geht einer anderen astrologischen Stellung hervor, folgt dieser Stellung, die halt genau das Gegenteil eigentlich ist, die sehr einengend war, die sehr auch wieder nach innen gekehrt war irgendwie und sehr viel, sehr eng sich angefühlt hat. Und jetzt mit diesem Vollmond und mit dieser Sommersonnenwende ist einfach enorm viel Ausweitung wieder nach außen. So all das, was nach innen sozusagen gedrückt wurde und was sich so ein bisschen ja, einengend anfühlte, löst sich so und befreit sich und schießt nach außen und öffnet ganz viele neue Freiheiten und Möglichkeiten und Offenheit. Und oh mein Gott, kann ich das bestätigen in meinem Leben? Also seit letzten Donnerstag eigentlich schon, also ein paar Tage schon vorher, hat sich so viel ergeben, habe ich so viele tolle neue Menschen kennengelernt, haben sich so viele Möglichkeiten in meinem Leben ergeben, die ich gar nicht für Möglichkeiten habe. Und das ist einfach enorm faszinierend und das verändert sich gerade immer noch weiter. Deswegen war es einfach eine sehr krasse Situation, die da einfach vor diesen, die in den letzten Wochen einfach da war, astrologisch gesehen, auch wenn ihr dem vielleicht nicht viel abgewinnen könnt, habt ihr das ja auch vielleicht in eurem Leben gespürt. Und dem jetzt so eine neue Energie einfach da ist, die ausweitend ist, die schön ist, die verändert ist und die sich leichter und schöner anfühlt einfach. Und ich kann das auf jeden Fall bestätigen und ich werde da vielleicht auch noch mehr zu die nächste Zeit nochmal posten, gerade zu diesen Dingen, die ich erlebt habe und die sich da für mich ergeben haben. Und mal gucken. Also ich will das erstmal sacken lassen und sich verarbeiten und integrieren lassen und danach können wir immer noch schauen, was daraus passiert. Also ja, das war auf jeden Fall meine 2-3 Wochen, die letzten, die enorm intensiv waren, aber halt auch enorm viel verändert haben, enorm viel mit sich gebracht haben und mich auf jeden Fall sehr geprägt haben. So, also es war schon sehr intensiv. Und ja, vielleicht habt ihr auch noch Geschichten, die euch passiert sind in dieser Zeit, wäre ich auf jeden Fall sehr neugierig zu, weil ich glaube nicht, dass ich der Einzige bin, der diese Energien gespürt hat und der diese Prozesse durchlebt hat. Jeder natürlich auf seinen eigenen Wege, aber finde ich trotzdem mal interessant zu hören. Soweit also erstmal von mir. Ich freue mich, dass ich wieder hier bin, dass wir wieder in Kontakt sind und wir sehen uns hoffentlich alle bald wieder. Ich liebe euch alle. Lasst uns unendlich sein. Euer Tim.